Was machen wir mit einem Cyberangriff? Weil jeder hat schon ein Smartphone, das mehr kann fast wie sein Computer, wie sein Laptop. Also unser eigenes. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Thema oder zum nächsten Video hier auf meinem YouTube-Kanal mit dem Thema Blackout-Vorsorge. Ja. Ich bin eingeladen worden, nämlich am 8. Februar zur Pressekonferenz der Energie Steiermark, Land Steiermark und ganz besonders vom Zivilschutzverband Steiermark zum Thema Blackout-Vorsorge. Wie schaut es bei uns in der Region, in der Steiermark aus? Und ich habe mir dann auch die Unterlagen von der Pressekonferenz runtergeladen und da ist mir wirklich ein schönes Zitat dann ins Auge gestochen vom Pericles, ja, der da sagt, es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorherzusagen, aber es ist unsere Aufgabe, darauf vorbereitet zu sein. Und deswegen sage ich mal ganz herzliches Dankeschön an meinen Interviewpartner, den Heribert Uhl, seines Zeichens Geschäftsführer des Zivilschutzverbandes Steiermark. Hallo Heribert. Servus Thomas, grüß dich. Grüß dich. Heribert, einmal jetzt für meine Zuschauer, was macht der Zivilschutzverband Steiermark oder was ist deren Aufgabe, wie ist er entstanden und auch ein bisschen über deine Person, wie lange du in diesem Bereich schon tätig bist? Ja, der Zivilschutzverband Steiermark, den gibt es in der Steiermark rund 60 Jahre, aber den Zivilschutzverband gibt es natürlich in ganz Österreich. Es gibt einen österreichischen Zivilschutzverband und in allen Bundesländern gibt es dann die Zivilschutzverbände. Die Zivilschutzverbände sind grundsätzlich fast alle aufgebaut, mit ihrer Hauptaufgabe Präventionsarbeit für die Bevölkerung, für die Gemeinden zu leisten. Zivilschutz ist in der Vergangenheit ein bisschen falsch definiert oder anders definiert geworden wie heute. Früher, vor 30, 40 Jahren, war einfach Atom, Radioaktivität und Bunker das Hauptthema des Zivilschutzes. Das war auch noch der Kalte Krieg. Das hat sich ja zurzeit komplett verändert, weil die heutigen Bedrohungsszenarien komplett andere sind wie in der Vergangenheit. Weil du mir gefragt hast, was sind die Hauptaufgaben des Zivilschutzverbandes? Wir sind grundsätzlich für die Gemeinden da. Wir werden auch von den Gemeinden unterstützt. Wir werden vom Land Steiermark unterstützt. Und der Zivilschutzverband hat grundsätzlich vier Säulen. Die erste Säule, wir haben relativ viele Broschüren über die verschiedensten Themen des Katastrophenschutzes und Zivilschutz. Angefangen von Hochwasser, angefangen von Blackout, angefangen von Bevorratung, Strahlenschutz und, und. Diese Broschüren bieten wir natürlich auch die Gemeinden in einer gewissen kleineren Stückzahl an. Wenn eine Gemeinde aber sagt, sie will diese Broschüre also für die ganze Bevölkerung drucken lassen, dann muss natürlich die Gemeinde, kriegt von uns die Druckvorlage und sie können das selber dann verorten für ihre Gemeinden. Also erste Säule Broschüren, verschiedenste Materialien. Die zweite Säule, die wir als Zivilschutzverband haben, ist die berühmte Kindersicherheitsolympiade. Die gibt es schon seit über 20 Jahren. Da sind wir nicht nur in der ganzen Steiermark, sondern auch österreichweit unterwegs. Diese Kindersicherheitsolympiade dient eigentlich zum spielerischen Lernen der Sicherheit in den Volksschulen, dritte, vierte Volksschulklasse, also 9- und 10-jährige Kinder. Da geht es um den sicheren Schulweg, da geht es um die Notrufnummern, da geht es um Radfahren, also wirklich Sicherheitstipps. Das ist gemeinsam mit der AUVA mit aufgebaut worden. Und wir haben da rund in der Steiermark zwischen 4.000 und 4.500 Kinder im Jahr, die wir auf das Thema Sicherheit hinschulen. Wird mit einem Bezirksfinale gemacht, mit einem Landesfinale gemacht. Das heißt, die Bezirkssieger fahren zum Landesfinale und die Landessieger fahren dann zum großen Bundesfinale. Also ein Riesen-Event und ein Riesen-Gaudi für die Kinder. Das Gleiche machen wir aber nicht nur für die Kinder, sondern das machen wir auch für die ältere Generation. Es gibt auch eine Senioren-Olympiade dazu, denn die Verkehrsregeln bzw. Notrufnummern kann man immer brauchen. Ist auch eine tolle Sache, wenn man das mit der älteren Generation macht, auch mit Spiel und Spaß und mit dem olympischen Gedanke dabei sein ist alles. Im Endeffekt ist aber der Euphorismus und das Engagement von den Eltern sensationell, dass ich oft aufpassen muss, dass dort bei der Veranstaltung nichts passiert, aufgrund vom ganzen Ehrgeiz. Aber okay. Kommt sehr, sehr gut an. Das heißt, es ist die zweite Säule. Die dritte Säule, das sind die größeren Events dann. Wir machen auch Sicherheitstage in den Gemeinden draußen, beziehungsweise den großen Tag der Einsatzorganisationen. Diesen dürfen wir einmal machen in einer Gemeinde im Jahr, aber Sicherheitstage dürfen wir mehrere machen in den Gemeinden draußen. Hier geht es ganz einfach, dass die Einsatzorganisationen eine Leistungsschau machen mit ihren Gerätschaften und Mannschaften an die Bevölkerungen. Und da haben wir oft bis zu 450 Akteure mit dabei, Zuschauer von 2.500 bis 5.000 Zuschauer mit dabei, wird von uns durchorganisiert, wird von mir dann moderiert.
Ich habe dort Feuerwehr, Polizei, Rettung, Cobra, Bundesheer, Rettungshundebrigade, Wasserrettung, Bergrettung, Mantrailing-Akademie, Grünes Kreuz, Rotes Kreuz, Samaritum. Also alle Einsatzorganisationen und auch befreundeten Organisationen machen bei dieser Leistungsschau mit. Ist immer ein Riesenevent und kommt natürlich auch sehr, sehr gut draußen an. Und wir sind im Endeffekt die Netzwerke im Hintergrund, weil wir sind als Zivilschutzverband keine Einsatzorganisation, sondern wir sind als Verein aufgebaut, als gemeinnütziger Verein, Non-Profit-Organisation. Aber wir sind die Netzwerke, die diese Veranstaltungen draußen organisieren, dritte Säule. Und die vierte Säule, die in der Vergangenheit immer mehr gekommen ist, sind die ganzen Vorträge, die wir draußen den Gemeinden anbieten bei Bürgerversammlungen, die wir auch Vereinen anbieten. Da haben wir nicht nur den normalen Zivilschutzvortrag dabei, sondern jetzt haben wir uns natürlich auch spezialisiert gemeinsam mit dem Land Steiermark natürlich immer wieder erarbeitet. Zum Beispiel das Thema Selbstschutz Hochwasser. Es kann sich natürlich jeder für sich selber auch schützen und das ist auch unser Präventionsgedanke. Immer ist nicht die Feuerwehr für alles zuständig und immer ist nicht der Bürgermeister für alles zuständig. Das heißt, da haben wir eine Vortragsreihe Selbstschutz Hochwasser. Blackout natürlich in den vergangenen Jahren, dementsprechend mehr Informationen da von der Bevölkerung. Sollten ein Vortrag, wo unter 100 Teilnehmer dabei sind, natürlich jetzt in der Pandemie ausgesetzt, aus Sicherheitsbestimmungen gar keine Frage. Und in Zukunft haben wir noch einen Spezialvortrag, den wir auch erarbeitet haben, Cybercrime, Internetkriminalität, speziell jetzt in der Pandemie natürlich sehr viel Homeoffice. Daheim schützt man sich vielleicht nicht so wie in einem Betrieb mit den ganzen elektronischen Systemen. Auch hier bieten wir den Gemeinden und der Bevölkerung eine Vortragsreihe an. Wie geht man sicher im Netz um? Was ist ein sicheres Passwort? Wie heißen die einzelnen Begriffe? Was heißt HTTP? Was heißt HTTPS? Also wir sind rein in der Prävention da, um die Bevölkerung für gewisse Situationen zu sensibilisieren, zu schulen. Das sind grundsätzlich die vier Themen, die wir jetzt ganz schnell umschrieben der Bevölkerung anbieten. Ganz kurz noch zu meiner Person. Ich bin jetzt seit, ja, ich fange jetzt im ersten sechsten Jahr bereits beim Zivilschutzverband an zu arbeiten. War vorher 7 Jahre in der Landeswarnzentrale als Disponent beschäftigt, kann dadurch natürlich auch von sehr vielen praktischen Beispielen erzählen. Bergrettungsunfälle, Großschadensereignisse, Überflutungen, Muren und so weiter, die wir dort gemeinsam mit den Einsatzorganisationen disponiert haben. War dann schon mal 12 Jahre Bürgermeister, das habe ich jetzt ein bisschen auf Seiten gestellt, weil einfach die Zivilschutzarbeit eine ganz wichtige ist. Bin eigentlich ein gelernter Schlosser, habe dann meine ganzen Umschulungen gemacht dazu, bin dann Techniker gewesen in einer Stahlbaufirma. Das heißt, von der Kalkulation über die Planung, über die Auftragsabwicklung bis zur Schlussrechnung alles durchgemacht. Ja, war dann 4 Jahre selbstständig als Unternehmensberater und habe Regionalentwicklung gemacht. Und wenn du heute ein Projekt planst, ist wurscht, ob du jetzt eine Vortragsreihe planst oder irgendein anderes Projekt, du musst zuerst einmal kalkulieren, du musst das Projekt planen, du musst das Projekt umsetzen und unterm Strich gibt es irgendwann einmal eine Abrechnung, wo du das dementsprechend fördertechnisch aus abwickeln musst. Und es ist egal, ob du jetzt eine Fassade baust, eine Stahlkonstruktion baust oder ob du hier halt in unserer Form jetzt da in der Prävention so weit unterwegs bist. Das heißt, da habe ich natürlich sehr viele Anknüpfungspunkte aus meiner Vergangenheit, was ich natürlich jetzt in der Arbeit des Zivilschutzes immer wieder direkt einbringen kann. Ganz kurz nur zu meiner Person. Ja, weil du jetzt sagst Prävention und das vor allem ist der vierte Punkt mit den Vorträgen. Ich habe mir nachher bei der Pressekonferenz, also das wie gesagt ausgedruckt und da ist ja auch die Aussage gewesen, also der Ausgangspunkt für ein großflächiges Blackout ist ein Ungleichgewicht, also mit diesen Frequenzen habe ich vorher auch nicht so gekannt, bevor ich mich nicht mehr mit der Materie beschäftigt habe. Und dann war ja auch Ursache können sein, Extremwetterereignisse, technisches Versagen. Und jetzt kommt gerade der Punkt Cyberangriffe. Ja. Das sind Dinge, wo viele denken, okay, Blackout, das passiert da durch ein Unwetter. Aber nein, wir sind schon so digital abhängig von dem Ganzen, dass du mit einem Knopfdruck wahrscheinlich sagst, jetzt kann es aus sein. Ja. Die Ursachen für ein tatsächliches Blackout, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout kommt,
die größte Wahrscheinlichkeit ist ein Cyberangriff. Ja? Ja. Und da muss man jetzt aber unterscheiden zwischen normalen Stromausfall und einem Blackout, weil die Damen und Herren draußen verwechseln einen normalen Stromausfall oft schon mit einem Blackout, und das ist es nicht. Wenn ich jetzt nur auf den Dezember zurückgehe mit dem Schneebruch, was wir da gehabt haben in der Steiermark, aber auch in anderen Teilen von Österreich, wo dann Leitungen geborsten sind, wo die Bäume draufgefallen sind und die Energieversorgung, speziell bei uns die Energie Steiermark, dort mit Hochdruck draußen gearbeitet haben, dass sie das Netz wieder zum Laufen bringen, ist ein ganz normaler Stromausfall, ein regionaler Stromausfall. Da sprechen wir noch lang nicht von einem Blackout. Weil wenn wir in unserem europäischen Stromverbundnetz mit dabei drinnen sind, und Österreich ist im größten europäischen Stromverbundnetz drinnen, das von Portugal bis nach Griechenland und von Polen bis nach Dänemark hinausgeht, und Österreich ist hier in der Mitte drinnen, wie wir es jetzt am 8. Jänner zum Beispiel auch gehabt haben, dass nicht gar nicht Rumänien der Auslöser war, aber das hat der Herbert Sauruck als Experte auch schon bestätigt. Da waren andere Nationalstaaten dabei, die zu viel Strom vom europäischen Stromverbundnetz heruntergesaugt haben. Und dann brauchst du halt immer irgendjemanden, wo das Fass dann zum Überlaufen geht. Und wenn man dann die 50 Hertz, die der Regelfall sind, auf der ganzen Welt, die Stromfrequenz, mit 49,728 Hertz gehabt haben, und bei 49,8 und bei 50,2 die ersten Regelmechanismen einfuhren, um das Stromnetz zu stabilisieren, hat die APG, also die Austrian Power Grid, und den ganzen Netzen sensationelle Arbeit geleistet, haben Netze eingeschalten, Kraftwerke eingeschalten dazu, damit man die 50 Hertz wieder hinkommt. Wenn das nicht passiert wäre, dass wir eine Kettenreaktion gewesen und man ist dann weit unter 49 Ober und 48 und 52 Hertz, also plus minus 2 Hertz ist der Schwellenwert, wo es dann den automatischen Abschaltmechanismus in ganz Europa gibt und die Netze gezielt heruntergefahren werden. Also wir waren nicht weit weg, und unsere Energienetze, unsere Leitungsversorger haben dort wirklich sensationelle Arbeit geleistet, um das Netz wieder zu stabilisieren. Das ist jetzt da einfach aus dem System herausgekommen, weil bei gewissen Ländern zu viel heruntergesaugt wurde und zu wenig produziert wurde. Aber Cyberangriff, weil wenn ich wahrscheinlich, oder ich erkläre es da gleich, oder ganz einfach ja. eigentlich, was machen wir mit einem Cyberangriff? Weil jeder hat schon ein Smartphone, das mehr kann fast wie sein Computer, wie sein Laptop. Also unser zweites Gehirn ist eigentlich unser Smartphone geworden. Und wenn man jetzt ganz einfach Cyberangriff erklärt, wie kann das funktionieren? Also ganz einfach erklärt, wo ist mein Telefon jetzt da? Nicht wenn 100 Mails, nicht wenn 1000 Mails, sondern Millionen Mails, jetzt ganz einfach erklärt, auf ein Energieversorgungsunternehmen hineingeschossen werden mit der einfachen Message, wir haben zu wenig Strom. Könnten die Energieversorger glauben, bis zu nahe, wenn es so viele sagen, wir haben zu wenig Strom, dann müssen wir mehr produzieren. Tatsache ist, wir haben genug Strom. Das ist jetzt ganz einfach erklärt, technisch überhaupt nicht richtig, aber mir geht es immer darum, dass es auch die Bevölkerung versteht, was ich damit meine. Das heißt, die Messages kommen hin, wir haben zu wenig Strom, die Energieversorger haben super Firewalls, trotzdem wird dann mehr produziert und dann kommen wir über 50 hinauf, und dann gibt es den automatischen Abschaltmechanismus und dann fährt das Stromnetz gezielt zusammen. Und wenn man heute ein neues Telefon kauft, sobald ihr das Telefon einschaltet, kann es das neueste Telefon sein. Erstens ist es gleich mal alt, wenn es einschaltet. Und zweitens sind gewisse Damen und Herren dabei, die dann wieder viel weiter voran sind, die berühmten Hacker, die versuchen, das neue System zu knacken. Und da gibt es leider Gottes sehr, sehr viele, die auch hier unterwegs sind. Und deswegen ist der wahrscheinlichste Angriff auf ein Blackout oder Cyberangriff natürlich nicht zu unterschätzen, die Naturkatastrophen. Nicht zu unterschätzen natürlich der Terrorismus, denn seit 9-11 wissen wir alle miteinander, dass irgendwelche Idioten, ist wurscht wo auf der Welt, irgendwo mit einem Flieger einfliegen können und dann ein System zerstören können. Am 11. September 2001 waren es die Twin Towers. Wer hat sich gedacht, dass die Twin Towers irgendwann einmal einstürzen? Und wenn solche Idioten dann aber Kraftwerk anvisieren oder sonst irgendwas anvisieren,
Das heißt, da sind wir eigentlich sehr verletzlich von der Menschheit, von der Energieversorgung her gesehen. Aber es gibt natürlich immer wieder Möglichkeiten, um das Ganze natürlich so gut wie möglich regional zu halten irgendwo. Aber Cyberangriff ist das wahrscheinlichste Szenario von einem europaweiten Blackout. Okay. Weil du das jetzt erwähnt hast mit dem Schleudertest, das war ja auch in der Presse nachher, gleich nach dem 8. Jänner drinnen, das Stromnetz im Schleudertest und so weiter. Natürlich versucht man das ein bisschen abzuwiegeln, die ABG hat das super abgefangen und so weiter. Oder was ich da sage, auf das gehen wir bei der nächsten Frage drauf ein. Aber wie funktioniert das jetzt von der technischen Seite? Also, wo ich jetzt da gerade ein bisschen dran bin, vielleicht können wir das gemeinsam machen. Und auch an die Zuschauer, gebt mal viel Daumen nach oben, ja, für das Ganze. Ich würde gerne mal bei der Energie Steiermark so hinter die Kulissen blicken. Wie läuft das ab? Weil, wenn du es jetzt da sagst, die Frequenz fällt ab und so weiter, die können ja nicht zusammenkommen. Wir machen um 10 Uhr ein Meeting, die Frequenz, das muss ja so ruckzuck funktionieren. Bedeutet, der einzelne Haushalt merkt wahrscheinlich nur kurzes Flackern, was ab und zu ist, ja. Und jetzt denke ich mir gerade, wenn es ab und zu so flackert, im Prinzip ist da gerade was passiert, oder? Wenn ich so nachdenke, ja Das oder ist nein? ganz, wenn es zum Flackern anfängt, hat man gewisse Schwankungen drinnen, aber die ganz marginal sind. Ja. Und man braucht jetzt keine Zusammenkunft machen, wenn sowas passiert, sondern die große Überwachungszentrale über alle österreichischen Energieerzeuger ist die aus dem Power Grid. Und die sitzt Ja. draußen in Niederösterreich Richtung Burgenland auf der S4. Das ist ein futuristisches Gebäude, das ist die komplette generelle Überwachungszentrale. Dieser Überwachungszentrale von der APG angeschlossen sind alle Umspannwerke in Österreich. Und das sind natürlich auch AGB-Firmen, die Umspannwerke, die den Stromfluss regeln. Aber damit sie den Stromfluss regeln können, brauchen es die Energieerzeuger, also wie bei uns in der Steiermark, die Energiesteiermark und die Energienetze Steiermark, sowie die TIWAG, die DEWAG, die NEM und so weiter, wie sie alle sind, die Energieerzeuger und die APG gemeinsam mit der ganzen Energieerzeugern versuchen dann entweder Strom zu produzieren, wenn zu wenig Strom da ist, oder Kraftwerke wegzuschalten, wenn zu viel Strom ist. Und ich will da wirklich was sehr, sehr Positives jetzt mit hineinbringen. Österreich liegt in der Mitte vom europäischen Stromverbundsystem, wo wir drinnen sind. Österreich hat einen sehr großen Vorteil von Flusskraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken und auch von einem Gaskraftwerk. Man muss nämlich in der Situation, wo man jetzt da zum Beispiel keinen Strom mehr hat, Strom ohne Strom produzieren. Und jetzt auch ganz einfach erklärt, wie kann man das machen? Bei einem Pumpspeicherkraftwerk macht man die Schleuse auf, das Wasser rinnt in den Leitungen hinein, zu den Turbinen hinein und produziert Strom. Genauso viel Strom aber wieder, wie benötigt wird. Und das ist genau die Tendenz. Man muss so viel Strom produzieren, jetzt nicht nur in der Steiermark in Österreich, sondern generell in unserem Stromverbundsystem, damit der Ausgleich geschaffen wird. Man kann jetzt nicht mehr Strom produzieren und das irgendwohin speichern und man saugt es dann aber, wenn man es braucht. Ja. Die Kunst der APG und den ganzen Energienetzen ist es, genau so viel Strom zu produzieren, wie benötigt wird. Und hier die weitere Kunst dabei, die Industrie saugt natürlich dementsprechend mehr, aber jetzt nehmen wir zum Beispiel nur einen Hochofen her, die viel Ja. Energie brauchen, gegenüber einem Haushalt, gegenüber einer Wohnsiedlung. Trotzdem hält man die Balance da dabei. Und diese Überwachungszentrale, die Energie Steiermark, hat genauso Überwachungszentral wie die TIWAG oder die KELAG zum Beispiel. Aber oben drüber ist die APG, die Power Grid, die ganz einfach die Energienetze sehen, wo Schwankungen drinnen sind und die punktgenau eingreifen. Das ist in Österreich. Insgesamt gibt es aber, glaube ich, 45 oder 46 Überwachungszentralen in ganz Europa, in unserem Stromverbundsystem. In Deutschland draußen gibt es vier so große Firmen, die die Überwachung tätigen. Deutschland ist ja auch dementsprechend größer wie Österreich. Aber die sind auch wieder alle vernetzt miteinander. Das heißt, wenn wir in Portugal, in Frankreich oder in Griechenland irgendwo ein Problem haben, kriegen die das alle mit und wir kriegen das alle mit. Wenn wir das mitkriegen würden, wie oft dort schon eingegriffen wird,
damit das System wieder funktioniert, damit unser Strom aus der Steckdose rauskommt und auch das Wasser aus der Wasserleitung rauskommt, dann hätten wir wahrscheinlich Kaffee. Aber wir brauchen keinen Kaffee haben, weil wir wirklich gut vernetzt sind mit unseren Spezialfirmen, die den Stromfluss zielgerecht regeln. Da fällt mir jetzt da wirklich so eine Frage ein, weil du sagst, wir brauchen keine Angst haben. Das stimmt, ja. Aber das ist ja auch keine Dauerlösung, oder? Weil da habe ich mit dem Herbert Sauro genau diese Statistik, diese Einspeis, ich weiß jetzt den Begriff nicht, diese Gebühren, was vor Jahren 7 Millionen Euro waren, diese Netzstabilisierungskosten, ja, was vor Jahren 7 Millionen waren und jetzt, da sind wir schon bei über 100 Millionen und es steigt immer mehr. Das heißt, es muss ja immer öfter eingegriffen werden, damit die bezahlt werden, die das Netz stabilisieren im Notfall. Das heißt, woran liegt es, dass es die letzten Jahre immer mehr gestiegen ist, diese Netzstabilisierungskosten? Unsere Hauptleitungen, die 380 kV-Leitung, die 220 und die 110 kV-Leitungen, sind so richtig nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut worden. Und in der Zeit, 40er, 50er, 60er Jahre, hat man natürlich noch nicht gewusst, welche Technologien es in Zukunft noch geben wird. Heute arbeitet man natürlich sehr viel mit Photovoltaik, mit Windenergie, Wasserenergie, die aber teilweise in diesen Leitungen eingespeist werden, in diesen Stromautobahnen eingespeist werden, die in der Vergangenheit aufgebaut sind worden. Und alleine in der Steiermark quasi ist ja von der Energiesteiermark und von den Energienetzen Steiermark, dass man weit über 100 Millionen Euro im Jahr in die Netzerweiterung hineinbuttert, um diese einfach auf einen technologischen Stand zu bringen, damit man auch unsere neuen Technologien dementsprechend gut einspeisen kann. In der Vergangenheit hat man sehr viele kalorische Kraftwerke gehabt. Ja. Das waren Dreckschleudern auf Deutsch gesagt, die sehr viel hinausgeboostet haben. Und deswegen ist ja diese CO2-Verminderung ja sehr, sehr Positives. Und wenn man heute auf den Bergen oben die Windkraft hat, an Sonnentagen die Photovoltaikkraft hat, ist es ganz, also ist auch wieder die Kunst dabei, diese neuen Energieformen in Leitungen zu bringen und so zu verteilen, damit man keine großen Schwankungen hat. Und da ist das Thema, warum die Leitungskosten so viel kosten, beziehungsweise immer erweitert werden. Und wenn man sich ehrlich ist, wer kennt seine eigene Stromrechnung? Denn die eigene Stromrechnung ist auf drei Säulen aufgebaut. Eine Säule sind die Netzkosten. Die zweite Säule, da sagt unser Bundesstaat immer wieder sehr herzlich Danke, das sind die Abgaben und die Steuern. Und die dritte Säule sind dann die Netze selber, wo ich meinen Strom herhaben will. Eins ist wichtig, die Netze gehören immer wieder aktualisiert und erneuert. Man kann es aber nicht, und das sage ich auch gleich dazu, weil sehr viele sagen, warum tut man nicht alle Leitungen gleich unter Erde hinein? Dann braucht man keine Angst haben vor einem Wind oder vor einem Sturm oder vor einem Schneebruch. Es ist bei den hohen Leitungen, 220, 380 kV-Leitungen, auch die 110 kV-Leitungen, technisch noch gar nicht einfach möglich, die unter Erde hineinzubringen. Erstens einmal von der Seite her und von der zweiten Seite von den Kosten rede ich gar nicht. Ich weiß nur, in Schweden oben gibt es eine Teststrecke mit einer 220 kV-Leitung über 500 Meter. Sie funktioniert nicht. Das heißt, das System, das wir zurzeit haben in Europa, mit den Freileitungen, mit den großen Freileitungen, ganz, ganz wichtig, das funktioniert. Und wir haben ja auch in Österreich diesen 83 kV-Ring. Da hat es in der Steiermark lange Diskussionen gegeben, vor 20 Jahren durch die Oststeiermark. Da wird alles verschandelt durch die Oststeiermark, wir werden enteignet und so weiter. Und zurzeit haben wir diese Diskussion auf der Salzburg-Leitung. Wir brauchen aber diese duale Leitungen, damit wir Österreich gewährleisten können, auf den verschiedensten Stromautobahnen Leitungen oder Wege zu finden. Und der Strom ist ja sehr intelligent, weil er sucht sich dann immer den Weg, der dann auch noch möglich ist. Tirol und Vorarlberg ist natürlich nicht in diesen 83-kV-Ring drinnen. Das könnte man einfach sagen, ja, Tirol und Vorarlberg sind das Stiefkinder von Österreich. Jetzt vielleicht fast, weil sie eingesperrt sind, fast in Tirol draußen durch die Covid-Pandemie. Nein, sondern sie werden von Italien, von Bayern, also Deutschland und von Schweiz mitbetreut. Deswegen ist unser europäisches Stromverbundsystem ganz eine wichtige Sache, damit das ganze System funktioniert. Ja, was mir jetzt wirklich gefallen hat,
war jetzt wirklich diese Überleitung auch zur Stromrechnung, ja, weil jeder Steirer, jeder Österreicher ärgert sich, weil wenn er sich die Stromrechnung genauer anschaut, Abgaben und Steuern ist klar, Netzgebühr, über die regen sich die meisten auf, weil der Stromanteil, die reine Energie, ist vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel von der Gesamtrechnung, ja, aber, und da muss ich auch wieder sagen, das hat so noch keiner angesprochen, weil die Stromautobahn. Die Nadine hat das genauso gesagt, wieso sagen nicht alle, das ist wie die Autobahn. Und so wie du die Autobahn benutzt, hast du deine Gebühren zu bezahlen. Ja, aber die Gebühren sind auch dann zu bezahlen, wenn du die Autobahn in eine Richtung nutzt, sprich, wenn du Photovoltaikstrom einspeist, dann nutzt du ja auch die Autobahn. Weil da sind, glaube ich, auch viele, das ist jetzt nur so mein Gedanke, Missverständnisse entstanden. Ich produziere ja meinen eigenen Strom, den Überschuss speise ich ein, wieso werden meine Netzgebühren nicht weniger? Das heißt, ich nutze die Stromautobahn trotzdem noch, oder? Auch das wenn ich jetzt einspeise und da wird jetzt wieder abgerechnet. Ja, aber du hast jetzt eins angesprochen, wenn ich Photovoltaikanlage bei mir privat zu Hause habe und ich speise das ins öffentliche Netz ein, funktioniert das nur dann, wenn das öffentliche Netz funktioniert. Ja, ja. Wenn ich jetzt einen Stromausfall habe und ein Blackout habe, auf der ich gesagt, dann kann ich kein Photovoltaik am Dach in mein Netz einspeisen, außer ich habe bei meiner Photovoltaikanlage bereits Batterien mit dabei, ja, und kann es dann von den Batterien heruntersaugen, wobei es natürlich mit Umspannungen und so weiter technisch natürlich nicht so einfach ist, aber technisch machbar, nur noch ein bisschen teurer in der ganzen Sache. Deswegen, die verschiedensten Energieformen sind ökologisch gesehen sehr, sehr wichtig für die Zukunft, damit auch der dementsprechende CO2-Ausstoß verringert wird. Es gibt ja auch kein kalorisches Kraftwerk mehr in Österreich, das ist ja sehr positiv. Aber wenn man weniger Kraftwerke hat, braucht man auf der anderen Seite andere Energieerzeugungsformen, so wie Windkraft, so wie Photovoltaik. Und jeder einzelne Häuselbauer sorgt natürlich auch dafür, dass das gesamte Stromnetz funktioniert. Aber da gibt es ja diese Spielregeln da dazu. Und jeder kann da einen gewissen Beitrag dazu leisten. Ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Das bringt mich da zum nächsten Mal. Ich habe es auch schon, weil du am Anfang erwähnt hast, die Vorsorge, kalter Krieg, weil das war auch so im Zivilschutzverband drinnen, also Vorsorge, Bunker und so weiter. Also zum Beispiel meine Schwiegereltern, die mussten einen Bunker bauen. Da war die Bauvorschrift Bunker bauen, ja? Obwohl sie nicht mehr fertig haben machen müssen, weil das dann schon ausgelaufen ist. Ja? Und ich glaube, da wird sicher in den nächsten Jahren auch wirklich Bauvorschriften oder Richtlinien geben. Wenn du ein Haus hast, dann das die Grundvoraussetzungen, oder? Auch für die, oder kannst du dir das vorstellen? Oder auch in der Eigenvorsorge? Ja, der Bunker, warum hat es den Bunker eigentlich gegeben? Den Bunker hat es deswegen gegeben bis 1995 vom Steiermärkischen Baugesetz her. Ja. Weil am 26. April 86 der Atomunfall Tschernobyl draußen war. Mhm. Am 29. April 86, also 3 Tage später, die Schweden die ersten waren, die gemerkt haben, da oben passt was nicht. Weil in der Zeit, in die 80er, hat es noch kein Strahlenfrühwarnsystem in Österreich gegeben. Und ungefähr am 29. sind dann alle mitgekommen, da passt irgendwas nicht. Und nach diesem radioaktiven Unfall sind die Bauvorschriften auch dementsprechend geändert worden. Und es ist richtig, in der steiermärkischen Bauverordnung drinnen steht, du musst Bunker bauen, damit du, wenn sowas passiert, weil diese radioaktiven Geschichten waren seinerzeit natürlich eine ganz besondere, Krischko, Demmerlin, also wir sind ja umzingelt von radioaktiven Kraftwerken, hat es geheißen, du musst einen Bunker bauen, damit, wenn ein Unfall passiert, dort hineingehen kannst, du brauchst eine Bevorratung dann drinnen, damit du einmal eine gewisse Zeit überleben kannst. Die Bunkervorschrift bei der Bauordnung ist im 95 Jahr gefallen, Gott sei Dank gefallen, weil man kann sich, wenn ein radioaktiver Unfall ist, und der zieht komplett irgendwo drüber, sich nicht so lange einsperren, bis das Ganze draußen überhaupt wieder vorbei ist. Jetzt braucht man keine Angst haben, wenn ein Krischko unten das Kraftwerk in die Luft geht. Mit der Distanz nimmt auch die Strahlung ab. Mhm. Nur in Fukushima, in gewissen Radien, 20 Kilometer Radius, 30 Kilometer Radius, dort gibt es kein Leben. Das Gleiche ist auch in Tschernobyl um einen gewissen Radius, da gibt es kein Leben. Nur aber 40, 50, 60 Kilometer entfernt, da kann man schon wieder ganz normal leben. Deswegen hat man die Bunker von der Bauordnung dann aufgelassen ab 95, man brauchte keinen Bunker mehr bauen. Was aber der Vorteil war in der Vergangenheit, die Leute haben dort noch wirklich eingelagert, Bevorratung eingelagert, Lebensmittel, Wasser eingelagert und da vergisst man heute schon sehr oft drauf, denn weil es ist ja
rund um die Uhr möglich, dass man einkaufen geht, jetzt über Amazon oder andere Firmen. Es ist fast rund um die Uhr möglich, speziell im urbanen Bereich, dass du Essen bestellen kannst und mit Lieferservice.at oder miamiam.at das Ganze auch zugestellt wird. Also diese Selbstverständlichkeit, warum soll ich was einlagern, wenn ich rund um die Uhr was einkaufen kann? Und sehr viele gehen am Vortag das einkaufen, was am nächsten Tag braucht. Ja. Aber ich glaube, die Bewusstseinsbildung wird jetzt immer mehr geschärft, aufgrund von gewissen Ereignissen in der Vergangenheit, dass wenn eine gewisse Bevorratung zu Hause ist, und das raten wir vom Zivilschutzverband, dass man zumindest 1 bis 2 Wochen autark leben kann, ohne einkaufen zu müssen. Ich meine, in der Pandemie ist es ein bisschen, ja, die Bewusstsein ein bisschen wieder herkommen. Ja. Jetzt spreche ich aber nicht vor, genau, heute ist der Faschingsdienstag, gell? Und genau vor einem Jahr, am Faschingsdienstag im 20. Jahr, das war der 25. Februar, hat es die ersten 2 Positiven in Tirol draußen gegeben. Das waren die 2 Italiener, die eben im Hotel gearbeitet haben. Und die Leute, wie das medial dann kundgemacht geworden ist, sind einkaufen gegangen und haben Klopapier einkauft. Frag mich nicht, warum die so viel Klopapier einkauft haben. Und das ist natürlich dann dieser berühmte Hamsterkauf, der medial so verkauft wurde. Wobei Hamsterkauf auch zu definieren ist. Ich erkläre Hamsterkauf immer ganz einfach. Warum macht ein Eichhörnchen oder ein Hamster einen, wie bevorraten sie die? Also Hamster oder ein Eichhörnchen schauen, dass sie gute Nüsse und so weiter bevorraten, damit sie gut über den Winter kommen. Das ist Bevorratung. Gezielt ganz normal einkaufen, damit ich eine gewisse Bevorratung zu Hause habe, aber nicht 27 Lagen WC-Papier kaufen oder andere Sachen, das bringt überhaupt nichts. Gell? Ja. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Ja. Wie oft hast du schon den Vorwurf gehört, du tust Panik verbreiten bei deinen Vorträgen? In der letzten Zeit immer weniger. Ist klar, das, ja. Ja, zu Beginn, also vor 5 Jahren, da ich da beim Zivilschutzverband Steiermark angefangen zum Arbeiten, sehr oft, ja, habe ich auch immer die Frage gekriegt, weißt du was, was wir nicht wissen? Beziehungsweise, warum machst du einen Blackout-Vortrag? Da muss was geben draußen. Das hat sich aber in der Vergangenheit wirklich total verbessert, sonst hätte man nicht so viele Damen und Herren, die bei Bürgerversammlungen oder bei anderen Veranstaltungen zu diesem Thema dazukommen. Die Leute informieren sich mehr. Ja. Leider wird manchmal über Social Media zu viel informiert. Und wenn jemand über Social Media, jetzt sage ich die ganzen einzelnen Seiten dann gar nicht auf, nur die Überschriften lesen, nicht den Vorspann lesen oder vielleicht sogar ein bisschen tiefer in die Materie hineingehen, wird so viel Blödsinn verbreitet, unvorstellbar. Aber die Bevölkerung, die sich wirklich für das interessiert, ist natürlich, das Ganze hat sich total verbessert und den Vorwurf, dass wir bei so einer Veranstaltung draußen Panik erzeugen, ganz schlecht. Das sage ich aber auch gleich zu Beginn von jedem Vortrag. Wenn es irgendwelche Fragen gibt vom Publikum, bitte gleich fragen. Es gibt nämlich keine blöde Frage, nur eine blöde Antwort. Und ich werde immer versuchen, keine blöde Antwort zu geben, sofern es in meinem technischen Verständnis natürlich auch drinnen ist. Und dann kommen die Fragen aus dem Publikum und dann werde ich dementsprechend antworten. Und dann, oder ich stelle mich immer wieder auf das Publikum ein, ganz, ganz wichtig. Es wurscht, ob es jetzt der Kinder sind, ob es jetzt die ältere Generation ist, ob es eine Fachgruppe ist. Und ich weiß ja nie bei meinen Vorträgen, wer sitzt tatsächlich im Publikum drinnen, welche Spezialisten sind drinnen. Und wir versuchen, so wie ihr heute schon bei dir, den Cyberangriff relativ einfach zu erklären. Da geht es mir darum, das muss nicht technisch hundertprozentig richtig sein, ist ja nicht technisch richtig. Mir geht es nur um das Verständnis, es einfach zu erklären, damit es verstanden wird. Ja. Das Spannende ist ja, das ist ja genau der Sinn und Zweck von meinen Videos, jetzt da genau zu diesem Blackout-Thema. Ich will mich selber informieren und das Schöne ist gerade in der heutigen Zeit mit Internet, Social Media, ich kann andere Menschen dazu inspirieren und ich habe super Feedbacks auch schon bekommen, wo Leute mit der Bevorratung anfangen und das nicht nur in unserer Region, sondern das Positive ist ja, was da passiert, in allen Ländern, wo man Deutsch spricht oder wo Deutsch verstanden wird. Ja? Und jetzt da zum nächsten Punkt, weil du hast vorher erwähnt, mit Infrastruktur, wir sind es gewohnt, Dinge schnell abzurufen und so weiter. Ich habe da 2 Bilder drinnen, eh aus euren Leitfäden auch. Ja? Das Stromnetz in der Steiermark. Ja? Und da habe ich auch vom Herbert Sauruck gehört, das Hochfahren ist ja nicht das Problem.
Ja, ich meine, vielleicht eine Challenge, ja. Das heißt, relativ schnell ist wieder Strom da. Die Herausforderung ist dann genau das jetzt da. Das war auch in der kleinen Zeitung drin, wo dieser Störfall war. Mit Hardware-Teile zerstört Fast-Blackout hoher Schaden. Ja, das heißt, was passiert mit unserer Infrastruktur? Und ich glaube, das ist ja die Challenge dann, oder? Das ist ganz richtig. Blackout ist gleichzeitig Infrastrukturausfall. Und weil du mir den Bericht da jetzt von der Broschüre hergelegt hast, und das darf ich hier ganz offiziell sagen, wir haben mit der kleinen Zeitung Steiermark eine große Kooperation gehabt, genau dieser Bericht da drinnen, das war eine 16-seitige Broschüre, Ja, genau. wo wir versucht haben zu erklären, was ist generell ein Blackout, wie funktioniert der Strom in der Steiermark. Wie kann man sich darauf vorbereiten und was macht man im Fall der Fälle, wenn es passiert? In der ersten Phase, oder wie kriege ich als Bürger mit, dass ein Blackout ist? Weil wenn der Strom auf einmal weg ist, ja, dann ist halt ein Stromausfall, ist ein kurzer irgendwo. Was mache ich als Bürger? Ich gehe mal zu meinem Schaltschrank hin, versuche den FI-Schalter hinaufzuschalten und wenn der FI-Schalter oben bleibt, der Strom ist wieder da, wie einen kurzen gehabt. Ja? Wenn das alles nichts hilft, ja okay, dann haben wir den Stromausfall. Es ist ganz wichtig, dass die Telekommunikation weiter funktioniert. Und wie komme ich jetzt zu Informationen, wenn der Strom nicht da ist, übers Radio? Da gibt es natürlich die Möglichkeit, eben über Batterieradios, über Autoradios, denn die Rundfunkstationen sind für eine gewisse Zeit notstromversorgt. Und wenn ich aus dem Radio, dann aus Ö3 Radio Steiermark und so weiter höre, der Plavutsch-Tunnel wird gesperrt, der Dauerntunnel wird gesperrt. Der St. Bernhard-Tunnel wird gesperrt, italienische Tunnel und andere Tunnel in Europa werden gesperrt, weil die PKWs aus dem Tunnel herausgebracht werden müssen, solange der Strom noch da ist. Ist das das erste Anzeichen, dass jetzt tatsächlich ein Blackout da ist? In der Phase arbeiten natürlich die APG und die Energienetze, spezielle Energie Steiermark, dementsprechend auf Hochtouren und versuchen, das Problem zu lösen. Und wir können es in der Steiermark ja garantieren, dass man innerhalb längstens 48 Stunden, in meisten Fällen sogar schon in 24 Stunden, den Strom wieder fließen lassen können, aufgrund dessen, dass wir mit unseren Flusskraftwerken, Pumpspeicherkraftwerken und auch in der Steiermark haben wir Pumpspeicherkraftwerke, man glaubt es gar nicht, aber der Backerstausee, die Hirzmannsperre, die Langmannsperre, sind solche Kraftwerke, da kann man dann den Strom relativ schnell produzieren, dass er in dieser Zeit ein, zwei Tage wieder fließt in den Hauptleitungen. Nur der Infrastrukturausfall beginnt von dem Zeitpunkt, wo der Strom weg ist. Das heißt, es gibt keinen Nachschub in die ganzen Kaufhäuser, es gibt keinen Nachschub in die Apotheken. Die Telekommunikation wird eine gewisse Zeit noch funktionieren. Für die Einsatzorganisationen gibt es das digitale System, BOS-System, die eine gewisse Zeit Notstrom versorgt sind. Ja? Aber die ganze Infrastruktur in der ersten Phase kann dann bis zu 2 Wochen dauern, bis das Geschäft wieder normal funktioniert, bis die Telekommunikation wieder ganz normal funktioniert, bis ich an Apotheken wieder normal wieder was kriege. Weil das Teuerste heute in der Wirtschaft ist die Lagerhaltung. Und man kriegt ja als User, als normaler Bürger ja gar nicht mit, wie oft das Lebensmittelgeschäft nachbestückt wird am Tag. Aber von den Apotheken rede ich gar nicht. Weil es ist nur wichtig, wenn ich in ein Lebensmittelgeschäft hineingehe, zu meinem Regal gehe und dort auszunehmen, was ich brauche. Wenn der nächste hinkommt, wird wahrscheinlich schon wieder was drinnen sein, weil die Damen und Herren, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Lebensmittelgeschäften schon wieder alles nachfüllen. Nur wenn ich keine LKWs mehr habe, die mir den Nachschub bringen, weil das System zusammengefallen ist, weil die Ampeln ausfallen zum Beispiel, ist ja auch so eine Geschichte. Was mache ich auf einer gleich rangigen Kreuzung, die grundsätzlich Rot, Orange und Grün haben als Ampel und die fällt mir aus. Und jetzt stehen trotzdem auf dieser Kreuzung 4 Autos. Wer hat den Vorrang? Es gilt wieder die Rechtsregel. Und jetzt frage ich dich, Thomas, wenn 4 PKWs auf einer Kreuzung stehen, wo grundsätzlich eine Ampel ist, nur die Ampel ist finster, wer ist denn der Rechte? Eigentlich ist jeder der Rechte. Und da geht es eigentlich um einen logischen Hausverstand, wieder Vorsicht. Einer nach dem anderen wird wieder fahren. Man wird wieder mehr Rücksicht nehmen auf den einen oder anderen. Es wird wieder mehr, viel mehr zur Nachbarschaftshilfe kommen. Und in jeder Katastrophe und in jeder Not kommt auch jeder wieder mehr zusammen und man hilft sich aus. Ich denke da zum Beispiel an die Schneekatastrophe 2019 im Jänner, wo sehr viele Gebiete in der Obersteiermark eingeschneit wurden. 4 Gemeinden haben wir gehabt, die komplett eingeschneit wurden.
die über ein, zwei Wochen eingeschneit wurden. Das heißt, da helfen die Leute wieder zusammen, da tun sie zusammen bocken, da tun sie wieder zusammen organisieren. Ja? Das Problem bei der Schneekatastrophe im Jänner 19 war nur das, dass von 2. bis zum 14. Jänner in einem durchgeschnitten hat. Das heißt, die Hubschrauber vom BMI oder vom Bundesheer haben nicht aufsteigen können und Lebensmittel bzw. Medikamente nachhineinfliegen. Aber die Leute haben sich aufgeholfen. Ja? Und das wird auch bei uns bei einer Katastrophe sein. Da ist natürlich der Solidarismus wieder ganz stark, dass den einen den anderen geholfen wird. Umso urbaner, umso städtischer, umso schwieriger. Weil wenn man sich ehrlich ist, wer kennt, wenn man in einem Hochhaus in Graz wohnt, seine ganzen Nachbarn im eigenen Parteienhaus. Mhm. Im Land draußen war es viel einfacher. Da wird es wieder die Nachbarschaftshilfe geben, gar keine Frage. Und das wird dann wieder zusammengearbeitet. Und so hilft man sich eigentlich gut aus der Katastrophe heraus. Und das Innerste, was ein Mensch braucht, ist Essen und Trinken. Und wenn man das bis zu einer gewissen Zeit hat, wird man jede Blackout-Katastrophe, auch jede andere Katastrophe gut überstehen. Und wenn jeder einen gewissen Beitrag dazu leistet, wirklich jeder, nicht nur der Bürgermeister in der Gemeinde, nicht nur die Feuerwehr, dann haben wir alle kein Problem damit. Das ist ja das. Und so wie du so schön sagst, die Gemeinschaft wächst dann wieder zusammen. Genau das, was wir die letzten 20 Jahre verloren haben. Weil wenn jeder ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, die ganze Covid-Situation, ja, wir sind ja immer mittendrin, aber sie verändert die Menschheit. Und wenn ich dann so Aussagen höre, wenn dann wieder Normalität kommt, es wird keine Normalität geben mehr. Es gibt da vor Covid und nach Covid. Und ich glaube, die Menschheit muss aus dem Ganzen was gelernt haben oder sollte daraus was lernen, weil immer dieses Mehr. Ich weiß schon, du runzelst durch die Stirn. Ja? Es werden nur die wenigsten das vielleicht ein bisschen mitbehirnen. Aber deswegen möchte ich genau diese Videos machen, wo wir die Menschen ein bisschen inspirieren, dass du nicht in die Angst gehst, sondern ins Vertrauen rein, Vorsorge. Und wenn ja jeder, und das steht auch in der Pressekonferenz in dieser Aussendung bei euch drinnen, wenn ja jeder vorgesorgt hat, ja, was wäre mit der Situation umgeht, dann gibt es ja diesen, für mich ist das ein schöner Gedanke, wie kann ich meinen Nachbarn helfen dann? Wie können wir das gemeinsam meistern in der Umgebung mit den Nachbarn, mit den Mitmenschen? Und da brauchen wir wieder genau dieses Zusammenleben. Ja? Und das bringt mich gleich zur nächsten Frage jetzt da. Wie schaut es denn jetzt aus im Vergleich? Weil wir geben diese Videos jetzt dann mit dir, mit dem Herbert und einige habe ich in Vorbereitung, wirklich viel Mut, Inspiration, also wirklich positiv, ja. Und ich glaube aber, das habe ich so mitgekriegt, weil ich so Kommentare lese, wir sind in Österreich oder Steiermark in einem Dorf der Glückseligen, kann man das sagen? Wie siehst du das Ganze international oder noch größer betrachtet? Dorf der Glückseligen würde ich nicht sagen. Wir sind aber mit unseren Regionalnetzen sehr gut aufgestellt. Wir sind mit unseren Netzen gut aufgestellt, wir sind mit unserer Versorgung gut aufgestellt, wir sind mit unserer Trinkwasserversorgung gut aufgestellt und wir haben in der Steiermark auch das Votum, dass wir fast hundertprozentige Kanalisation haben, von der Fäkalgeschichte her. Ja. Das ist ja toll, wenn ich aufs WC gehe und die Druck auf und es rinnt dann quasi Richtung Kläranlage. Das heißt, wir sind da sehr, sehr verwöhnt. Man braucht nicht weit wegschauen von Österreich, ja, Richtung Süden, da ist das nicht so aufgebaut. Das heißt, man kennt jetzt als Urlauber nur die schönen Destinationen, wo man immer irgendwo hinfliegt. Nur man muss noch ein bisschen neben diesen Destinationen schauen, da schaut die Lage komplett anders aus. Ja. Oder man vergleicht, was man wenn man so weiter nach Süden hinuntergeht, wo sie tatsächlich gegenüber uns verdienen, und das haben wir einen großen Wohlstand. Wir sind verwöhnt, wir sind groß verwöhnt. Und deswegen ist es immer schwierig, jemanden etwas wegzunehmen, das er bereits seit langem hat, um mit weniger auszukommen. Aber wie du auch richtig sagst, die Covid-Situation, jetzt denke ich an Arbeitslose, die unverschuldet Arbeitslose geworden, jetzt denke ich auf die Kurzarbeit, die auch weniger Geld dazu haben, die wir vielleicht ein Haus gebaut haben, zwar Zoller brauchen, damit sie die Darlehen abdecken können, weil Auto brauchst du halt schon fast, wenn du im ländlichen Bereich unterwegs bist und dann hat man weniger. Man kommt aber auch in der Situation zurecht. Man muss sich immer wieder von der Lebenssituation genau auf das einstellen, was man hat. Wenn man viel verdient, ja, dann gibt man mehr aus. Und ich habe natürlich auch schon in meiner Vergangenheit manchmal mehr verdient, habe ich mehr ausgegeben, könnte aber nicht sagen, dass man viel besser gegangen ist. Das heißt, es ist immer ein subjektives, eigenes Empfinden. Wenn ich so viel habe,
kann ich so viel ausgeben. Wenn ich mehr ausgebe, was ich habe, dann habe ich sowieso ein Problem. Über das brauchen wir auch nicht diskutieren. Ja. Aber grundsätzlich ist es, sind wir sehr gut aufgestellt mit unseren Energienetzen, mit unserer Wasser-Abwasser-Entsorgung. Aber in einem großflächigen Blackout-Infrastrukturausfall, dann kann das Wasser zum Stocken kommen. Dann, wenn das Wasser zum Stocken kommt, kann es auch sein, dass bei der Fäkalentwässerung was passiert. Dann kann natürlich die Telekommunikation noch dazu kommen. Dann kommt es natürlich, dann, wie bringe ich mein Garagentor auf, wenn ich keinen Strom habe? Ja? Oder ich habe einen super Fingerprint bei meiner Haustür. Ja. Sobald ich keine Notverriegelung habe, wie komme ich in meine Haustür rein? Oder ich habe meine Jalousien, steuere alles mit einer App, weil das kann ich von irgendwo wegsteuern. Jetzt habe ich keinen Strom. Wie mache ich meine Jalousien wieder auf? Das ist mal das Tageslicht hereinkriegt. Das heißt, in Zeiten, wo alles funktioniert, ist alles logisch. Man soll sich aber genau jetzt Gedanken machen, was mache ich in einer Situation, wenn es nicht funktioniert. Und wenn ich nur mit Gedanken mache, bereite ich mich vor. Und die Vorbereitung dauert ja nicht lang. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe jetzt da wirklich sehr viele Unterlagen von eurer Webseite runtergeladen. Vom Zivilschutzverband-steiermark.at, glaube ich, ist die Webseite. Zivilschutz.steiermark. Oder Zivilschutz.steiermark, ja. Und die Pressekonferenz, die jetzt am 8. Februar war, da ist ja auch dieser Blackout-Leitfaden vorgestellt worden. Unter anderem, was wirklich schön war, der Herbert Sauruck war ja auch mit Hirn, hätte ich schon gesagt. Ja, das heißt ja auch unterstützt und so weiter. Und da habt ihr diese 7 Themenfelder. Vielleicht kannst du auf die mal kurz eingehen und was der Blackout-Leitfaden jetzt da genau ist. Ja, beginnend dazu haben wir Ende 2018 vom Land Steiermark den Auftrag bekommen, der Zivilschutz Steiermark soll einen Leitfaden für alle steirischen Gemeinden entwickeln, damit die Gemeinden grundsätzlich sich für die verschiedensten Situationen vorbereiten können. Es gibt in der Steiermark aber zum Beispiel die neue Stadt Feldbach, die sehr gut vorbereitet ist, auch vor der Zeit schon. Und ich habe mir dann natürlich diese Experten in mein Boot mit hereingeholt, mit der Lea von Völkbach draußen, mit der Forward Energy von Graz und mit dem Herbert Sauruck. Das heißt, die Experten, die auf dem Thema gut unterwegs waren, haben dann in meinem Bereich mitgearbeitet. Und in der ersten Phase war es wichtig für die Gemeinden, ein Nachschlagewerk zu entwickeln, auf was sie alles aufpassen müssen. Ja. Und als erster Punkt von diesem Nachschlagewerk ist schon die Bevölkerung dabei. Das heißt, wir haben da die eigenversorgende Bevölkerung als erste Priorität angenommen, weil es hilft nichts, wenn sie die Gemeinde perfekt vorbereitet hat, was macht sie mit ihren 4.000, 5.000 Einwohnern? Das heißt, Informationen an die Bevölkerung, ganz eine wichtige Sache. Diese Experten haben dann natürlich speziell für die Gemeinden Maßnahmenvorschläge erarbeitet, damit eine Gemeinde, wenn sich das Thema angeht, und sehr viele Gemeinden sind das Thema bereits angegangen, da gibt es sehr viele Vorzeigegemeinden, aber nicht nur in der Steiermark, sondern in ganz Österreich, auch die anderen Zivilschutzverbände in Österreich arbeiten mit dem Thema Blackout schon seit sehr langer Zeit und bedienen ihre Gemeinden mit Informationen, was sie alles machen können mit Katastrophenschutzplänen und, und. Dann haben wir gesagt, ist es ganz wichtig, nachdem die Bevölkerung einmal den Input gekriegt hat, was mache ich mit der Telekommunikation? Mhm. Was mache ich mit der Information? Wenn der Strom weg ist, muss ich eine Möglichkeit haben, dass ich Informationen an meine Bevölkerung rasch einfach hinausbringe. Das heißt, wir sind back to the roots gegangen, aufgrund von unseren ganzen Experten. Man wird dann wieder mit Flugzetteln arbeiten, man wird dann wieder zum Beispiel mit der Feuerwehr, mit den Lautsprecher, sie bitten, Straßen abzufahren, damit sie kurze Statements hinausgeben, damit die Bevölkerung beruhigt ist. Wir sind natürlich weitergegangen auf die Trinkwasser-Abwasserentsorgung, ganz ein wesentliches Thema. Wenn ich Wasser vom Wasserhahn auslasse und dann bei der Spüle hinuntergeht, muss es irgendwo wegrennen. Ja? Das heißt, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, ganz ein wichtiges Kapitel da drinnen. Die Gesundheitsnotversorgung ist natürlich auch ein Thema. Jede Gemeinde hat natürlich keinen Lebensmittelmarkt, also es gibt Gemeinden, die haben keinen Lebensmittelmarkt, bedienen sich da rundherum. Aber wir haben sehr viele bäuerliche Betriebe, wir haben Direktvermarkter, die auch einen großen Status haben bei der Lebensmittelgrundversorgung. Mhm. Ich brauche nicht immer die besten und die teuersten Lebensmittel. Lebensmittelgrundversorgung heißt, ich muss ungefähr eine gewisse Zeit, 2 Wochen, mit Essen überleben. Und da sind unsere bäuerlichen Betriebe in der ganz Österreich, in ganz Steiermark, eine ganz eine wesentliche Funktion. Dann gehört es natürlich auch als nächstes Punkt, was wir drinnen gehabt haben, geregelt, wer hat welche Aufgaben. Das heißt, das Management bei so einem Krisenstab dann, Bürgermeister immer erste Instanz.
der kann sich natürlich dementsprechend bedienen. Und da gibt es das SKKM, das staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement, wo das geschult wird. Und speziell die Feuerwehren, die Damen und Herren der Feuerwehren, sind auf das Thema hingeschult. Aber jeder Bürgermeister ist immer die erste Instanz. Da geht es um Lage, da geht es um die Situation, da geht es um Versorgung, da geht es um Information. Das heißt, man muss auch wissen, wo setze ich mich in der Situation zusammen. Ist die Gemeinde überhaupt möglich dazu? Ist sie notstromversorgt? Ist es gescheit an einem Rüsthaus, wenn sie notstromversorgt ist? Oder ist es gescheit, ich gehe an einen Turnsurf an einer Schule? Das heißt, das ist auch alles zu überlegen. Dann haben wir natürlich die Lebensmittelnotversorgung noch mit hineingenommen. Und als nächsten Punkt, als letzten Punkt von diesen Hauptpunkten haben wir dann auch gesagt, wichtige weitere Einrichtungen, da gehört natürlich die Schule, der Kindergarten dazu. Und wir haben so weit hinausgespielt, dass wir auch gesagt haben, was ist, wenn eine Gemeinde ein Museum hat, wo sehr wichtige, sehenswerte Dinge drinnen sind, gehört ja auch irgendwo beurteilt. Diese Mappe mit diesen 307 Maßnahmen sind grundsätzlich für die Gemeinden vorgesehen gewesen. Wir haben alle Gemeinden in der Steiermark mit Ende 19 diese physische Mappe zur Verfügung gestellt. Jede Gemeinde in der Steiermark hat auch einen Online-Zugang mit einem eigenen Einstieg, mit einem eigenen Passwort dazu. Und jetzt mit dieser Pressekonferenz am vorigen Montag, am 8. Februar, haben wir gesagt, wir wollen auch diese Information ins Netz hineinstellen, dass es jeder herunterladen kann, jeder nachschauen kann. Das war die erste Geschichte bei diesem großen Auftrag. Und die zweite Geschichte bei diesem großen Auftrag ist die Bevölkerung. Ich muss die Bevölkerung füttern mit Informationen, transparenten Informationen. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, mit einer einfachen Sprache zu sprechen. Deswegen haben wir in dieser Broschüre, dass wir mit der kleinen Zeitung gemeinsam umgesetzt haben, wichtig gewesen, zu erklären, was ist ein Blackout. Blackout ist nämlich nicht nur ein einfacher Stromausfall. Wie funktioniert der Strom jetzt da in der Steiermark? Deswegen hat die Energie Steiermark und die Energienetze Steiermark dementsprechend ihre Punkte hier aufgebaut. Und die grünen Männchen in der Steiermark sind ja bei jeder Situation dann draußen, wenn irgendwas ist, und holen für uns ja quasi das Licht wieder herein. Wir haben dann auch mit hineingebracht in diese Broschüre, auf was muss man aufpassen, bevor es passiert ist, in Bevorratung und so weiter, mit einfachen Checklisten, und was machen wir im Fall der Fälle, wenn es passiert ist. Und diese Broschüre ist dann aber auch so gestaltet worden von Redakteuren, dass auch ein Volksschulkind lesen kann. Und das war mir wichtig, weil es hilft nichts, wenn ich hochtechnologisch da Socken hineinschreibe, das im Endeffekt dann fast keiner versteht. Sondern da war es mir wichtig, es muss ein Volksschulkind, Hauptschulkind lesen können, auch verstehen, damit es in der Bevölkerung auch verstanden wird. Und das war ganz wichtig. Und das haben wir flächendeckend der Steiermark verteilt. Diese Broschüre gibt es natürlich bei uns beim Zivilschutzverband nach wie vor, oder man kann sie auf unserer Webseite downloaden. Ich habe mir wirklich die Broschüre angeschaut und ich habe mir jetzt wirklich schmunzeln bei der To-Do-Liste, weil das ist genau dieser Punkt Lebensmittelnotversorgung. Und wieso muss ich bei diesem Punkt schmunzeln? Ja? Ich habe in den Kommentaren bei den Interviews mit dem Herbert Sauruck so gelesen, ja, jetzt haben wir Lebensmittelmärkte bei uns in der Gemeinde, machen die das mit der Ausgabe, wie schaut das Ganze hin und her aus? Und die wenigsten haben Antwort geben können. Und auch bei der Pressekonferenz am 8. Februar, du erinnerst dich an eine Frage von einem Journalisten, der genau diese Frage gestellt hat. Und dann hat es mich heute in der Vorbereitung interessiert, wie geht dieser Blackout-Leitfaden damit um? Ja, und dann war das Spannende, Seite 44, ja, wo genauso die To-Do-Liste ist, wie beziehe ich meine Lebensmittelhändler, aber nicht nur die Lebensmittelhändler, sondern, was du gesagt hast, auch die Direktvermarkter. Ja. Bei uns in Hitzendorf gibt es jeden Freitag den Bauernmarkt. Ja. Wie beziehe ich diese ganzen mit ein? Und was mir wirklich so gut gefällt, ist Information, Transparenz. Ja, weil wenn ja jeder weiß, was er zum Tun hat, dann ist ein Blackout oder dieser Infrastrukturausfall von einer Woche kein Thema. Ja? Und dann sage ich wieder mal, dieses Wort weniger ist mehr. Brauchst du diesen ganzen Luxus wirklich? Ja? Weil wenn du ein gutes Bauernbrot hast, das du selber gebacken hast, mit einer Butter drauf, weißt du gut, dass das schmecken kann? Kann ich nur bestätigen, mir schmeckt es manchmal zu gut, deswegen... sollte manchmal eher jetzt da in der Fastenzeit, wenn sie dementsprechend beginnt, auch dem Thema wieder ein bisschen zumachen, Spaß beiseite. Wir haben sehr viel, ja? Wir sind gut aufgestellt, wir haben gute Märkte, aber speziell zu der Frage,
Wenn der Strom weg ist, fällt die Kühlkette aus, weil die wenigsten oder fast keine Lebensmittelgeschäften haben ein Notstromaggregat. Wenn die Kühlkette ausfällt, sind gewisse Lebensmittel innerhalb von kürzester Zeit verdorben, auf Deutsch gesagt, richtig. Ja. Und da ist es dann natürlich schon auch die Sache, mit dem Lebensmittelgeschäft, mit den Inhabern, mit den Damen und Herren zu sprechen, wie gehen wir dann in so einer Situation um, weil wegschmeißen ist ein Blödsinn, ja. Eine Türe einzutreten, weil die Damen und Herren, wenn sie nichts zum Essen haben, die werden dann ja relativ schnell dann vielleicht unter Anführungszeichen auch kriminell werden. Ja. Deswegen ist es im Vorfeld, und deswegen spreche ich das auch ganz offen an, ja, Vorfeld auch mit diesen Geschäften zu sprechen, was macht man in der Situation nichts? Macht man die Tore auf, macht man die Tore zu? Wenn ich die Tore zulasse, habe ich wahrscheinlich mehr Schaden, wenn ich es gleich aufmache. Aber das gehört im Vorfeld alles abgesprochen. Ja? Ja. Ich sage jetzt nicht Plünderung oder sonst irgendwas, was einsetzen können. Im urbanen Bereich ist das relativ schnell passiert. Ja? Aber im ländlichen Bereich ist das alles auszureden. Wie geht jeder mit dieser Situation einfach um? Das ist es, ja. Ja. Nein, mir fällt jetzt gerade, wie du das sagst, so spontan ein. Also ich bin ja Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Ich komme ja aus Rackersburg, also unten in der kleinen Feuerwehr Kroberten. Und jede Feuerwehr hat für seine Feste Geräte für Kochen. Ja? Die Griller, die Gasgeschichten, die Holz. Und das heißt, so meine Idee war wirklich, okay, Feuerwehr mit Lebensmitteln in der Gemeinde, alles abgesprochen, die Situation tritt ein. Und die verderblichen Waren, die jetzt da auftauen, wie können wir die schnell verkochen? Ja, damit man dann halt, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Tage länger haltbar sind dadurch. Das ist also solche guter, Ideen sind müsste gerade kommen. Ja? Es kommen in solchen Notsituationen super Ideen dann daher von jedem Einzelnen und die sind natürlich dann auch so gut wie möglich anzuwenden. Ja. Ich strecke auch die Erwartung jetzt nicht zu hoch. Es gibt in Österreich kein Lager, das für die Bevölkerung Lebensmittel gelagert hat, wo ich dann zugreifen kann und das hernehmen kann. Das gibt es ganz einfach nicht, auch nicht beim Bundesheer. Ja? Für die Eigenvorsorge, das schon. Wenn ich Eigenvorsorge Bundesheer sage, dann sage ich aber auch Eigenvorsorge von jedem einzelnen Österreicher und Österreicher. Weil wenn er für sich selber vorgesorgt hat, für zumindest 1, 2 Wochen, dann habe ich kein Problem. Und das geht es eigentlich. Ja. Ja. Nein, also das Gespräch, das Interview war wirklich sensationell. Vielen Dank für deine Zeit jetzt da. Liebe Zuschauer, wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, unten vielleicht die Fragen dazu schreiben. Vielleicht nimmt sie der Heribert dann auch die Zeit, dass wir vielleicht Fragen beantworten. Ja? Und jetzt da viele Daumen nach oben, wenn ihr sowas sehen wollt. Wie macht es die Energie Steiermark? Wie schaut sowas im Netzbereich drinnen aus? Und da frage ich jetzt den Heribert, vielleicht ob er da ein bisschen helfen kann, dass wir so ein bisschen so hinter die Kulissen blicken. Ja? Natürlich mit den ganzen Auflagen, die wir einhalten müssen, mit Maske, mit Test machen, wie auch immer. Aber mich würde es wirklich interessieren, wie schaut so eine Leitzentrale aus? Ja? Aber vielleicht gehen wir da, das ist jetzt nur mal so der Gedanke hingeworfen und schauen wir einfach mal, was passiert. Ja? Es gibt sicher die Möglichkeit, dass man solche Schaltzentralen auch besichtigen kann. In Zeiten wie diesen, jetzt wo wir drinnen sind, mit der Covid-Situation, ist es fast ausgeschlossen, weil das natürlich Sicherheitsbereiche sind und die Damen und Herren, die dort drinnen arbeiten, hundertprozentig geschützt werden müssen, dass nichts passiert. Weil wenn eine Schaltzentrale niederfährt, dann haben wir alle ein Problem. Aber es wird sicher die Möglichkeit geben, dass man auch Schaltzentralen, ob es jetzt von der Energie Steiermark ist, von APGs, über die Landeswarnzentrale, über die Feuerwehrschaltzentrale oder über das Rote Kreuz. Also da gibt es immer wieder Möglichkeiten, wenn man sich informieren will, wenn man was anschauen will, wenn man was besuchen will, auch Führungen zu kriegen. Das ist überhaupt nichts, kein Problem, ist auch nichts Geheimes. Aber in der Situation, wo wir jetzt drinnen sind, ist es einfach nicht möglich. Ja, das ist logisch. Ja. Okay, das war's jetzt dafür, das mit dem Interview mit dem Geschäftsführer Zivilschutzverband Steiermark mit dem Heribert Uhl. Nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank, Heribert, jetzt da. Wenn euch das gefallen hat, noch einmal der Hinweis, Daumen nach oben, Kommentare hinterlassen und auch YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr kein Video versäumt. In dem Sinne, vielen Dank, Heribert, und wir hören uns auf alle Fälle wieder. Dankeschön. Danke, Thomas. Ciao.